Die Zwölfe zum Gruße, Tapferrecken. Wir befinden uns im Nevalstal. Und gehe ich doch gerade mal hier auf die Map, weil die ersten zwei von der Hauptstory haben nicht hier gespielt. Das heißt, wir konnten diese Map nicht aufrufen. Jetzt geht das. Wir haben auch eine Ortskarte. Wir sind in diesem Gebäude in der Rondrix Tenne drin. Und weiter hochzoomen geht momentan nicht. Also, Nevalstal. Neu entdeckt. Und hier ist Rondrik. Rondra zum Gruße. Schaut besorgt. Übel, was den Fidians und dir zugestoßen ist. Ein Schwarzoger hat uns gerade noch gefehlt. Die Biester gibt es eigentlich nur tief im Süden. Als ob wir nicht schon genug eigene Probleme hätten. Zu diesem seltsamen Zeichen auf deiner Hand kann ich leider nicht viel sagen. Gut sieht es jedenfalls nicht aus. Ich hoffe, du findest bald jemanden, der dir helfen kann. Es wäre gut, wenn du Ferling von deinen Erlebnissen erzählst. Er schiebt Wache im Turm und sollte erfahren, dass sich ein Schwarzoger in der Gegend rumtreibt. Auch Gardistin Palinai sollte informiert werden. Sie untersucht in der Tempelruine den Tod ihres Vaters. Er wurde von Wölfen zerrissen. Mitten im Dorf. Diese Biester sind eine schlimme Plage. Schwarz wie die Nacht und bösartig. Niemand weiß, woher sie kommen. Da fällt mir ein. Seit die Wölfe sich hier herumtreiben, wirft Ferling auch immer mal wieder einen Blick in den Düsterhain. Wahrscheinlich findet ihr ihn eher dort als im Wehrturm. Rondra mit dir. Und damit haben wir die dritte Quest in der Hauptstory, nämlich Schrecken des Todes. Ich muss das Dorf vor den Schwarzogern warnen. Oder Schwarzoger warnen. Ferling, der Wachhabende der Bürgerwehr, sollte zuerst von den Geschehnissen erfahren. Vermutlich treibt er sich im düsteren Hain herum. Das ist so ein Wald-Sumpfstück. Was es mit dem Zeichen auf meiner Hand auf sich hat, wusste auch Rondrea nicht. Ja, die nehmen wir natürlich an, die Quest. Schrecken des Todes. Händler, den können wir Sachen verkaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Zack, 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 zack. Okay, den können wir nicht verkaufen, weil das ein Gegenstand ist, der unverkäuflich ist, weil das ein Gegenstand war, den man von Anfang an hatte. Die sind nicht verkäuflich. Ja, dann gehen wir nochmal da hoch. Ich kann euch hier gerade mal die Map zeigen. Also Rondrix Tenne, hier unten die Kneipe ist hier und hier geht das eigentliche Spiel dann los. Und dann sieht man hier, das sind Aufträge, die man noch nicht gemacht hat. Die sind blau. Wenn man sie schon erledigt hätte, wären sie grau, die Ausrufezeichen. Und wir müssen hier oben, das sind Gebietszones, die woanders hingehen. Das sind Gebäude, die hier irgendwo sind. Und das heißt, man verlässt die ganze Gegend. Jetzt kann man nochmal hochzoomen. Wir wollen jetzt dahin. Düster ein. Ah, da ist schon jemand am Rummetzeln. Hallihallöchen. Die Zwölfe zum Gruße. Ihr habt Neuigkeiten für mich, nehme ich an. Warum sonst wärt ihr hier? Ein Schwarzoger. Ich glaube kaum das. Starrt auf deine Hand. Was habt ihr denn da? Sieht interessant aus. Aber ich muss jetzt gehen. Danke für euren Bericht. Ihr findet mich im Wehrturm, wenn noch etwas sein sollte. Die Zwölfe mit dir. Das heißt, wir können direkt wieder zurück. Und sollen jetzt hier in den verlassenen Travia-Tempel. Das war ja die zweite Person, der wir Bescheid sagen Travia sollten. zum Gruße. Wenn ihr Palinai findet, macht euch auf was gefasst. Die schwarzen Wölfe haben ihren Vater, den Dorfschulzen, gerissen. Er ist schon das zweite Opfer und wieder ist es bei den Ruinen passiert. Der erste war bloß ein Herumtreiber, ein Dieb. Der Kerl hat die Schnupftabakdose von Ferling geklaut und noch in der Tasche. Kleine Sünden bestrafen die Zwölfe gleich. Aber was unser Dorfschulze dort wollte, verstehe ich nicht. Horcht auf. Hört ihr das auch? Das ist Palinai. Sie ruft um Hilfe. Ja, Travia schnell mit dahin. dir. Das ist ja die Person, mit der wir reden sollen. Oh Gott. Ah! Schattenwölfe. Nichts wie Hinder. Halte aus, tapfere Kriegerin. Rettung naht. Hilfe, Hilfe, hierher. Ungern bringe ich euch um, Tiere der Natur, aber es geht leider nicht anders. Geht es euch gut? Rondra zum Gruße. Habt vielen Dank. Fast hätten diese Biester mich zerrissen, wie mein Vater schluckt.
aber strafft sich. Nevalstal ist in Gefahr. Reiß dich zusammen und pack es an, Palinai, hätte mein Vater gesagt, lächelt traurig. So etwas wie diese Wölfe habe ich noch nie erlebt. Sie wissen genau, was sie tun. Fast als gäbe ihnen jemand Befehle, schüttelt den Kopf. Vielleicht stehen sie ja in irgendeinem Zusammenhang mit dem, was den Fidians und euch zugestoßen ist. Zögert. Könntet ihr vielleicht den Tatort und den Leichnam untersuchen? Ihr habt Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht bewiesen. Und ich selbst, kämpft mit den Tränen, tauge dazu gerade wenig. Ja, das machen wir doch. Kein Problem, schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ah, da ist jemand gestorben. Übel zugerichtete Leichte. Dem Dorf Schulzen wurden sämtliche Gliedmaßen abgetrennt. Es gibt keine Kampfspuren. Die Körperteile wirken eher abgeschnitten als abgerissen. Jede Menge Blut ist in den Boden gesickert. Mhm. Hm, was für ein führerischerer Duft. Gleich mal einen einpacken. Travia zum Gruß. Leckeren Pilz. Hauen wir uns die Hirse damit zu. Mit schriller Stimme. Den Göttern zum Gruß. Ich soll hier einen Toten wegsegnen. Huch, hier sieht's ja unappetitlich aus. Ach, gute Travilala. Ich sehe, ihr habt hier Rattenpilz, den Namenlosen zugehörig. Köstlich und verderbend. Wachsen nur, wo Blut vergossen. Deshalb auch die Leiche. Eieiei. Ein Opfertod ist das hier, kein Zweifel. Oh, jauzt. Wer hat denn eure Hand gezeichnet? Darüber sollten wir bei Gelegenheit plaudern. Ihr würdet vielleicht erwählt. Oder verflucht. Ja. Murmelt unverständlich. Aber jetzt muss ich mich erst um Cerberots armes Seelchen kümmern. Kommt doch später in mein Höhlchen. Travia mit dir. So, dann reden wir nochmal mit Palinai. Wir haben dich ja gerettet schließlich. Ja, Ronda auch mit dir. Nicht die Wölfe, sondern das ein Blutritual. Man sieht es an den Wunden. Und das meinem Vater wird bleich. Verzeih, aber das alles ist sehr schwer zu verkraften für mich. Ich fürchte, ich bin nicht die Richtige, um den Tod meines Vaters und das Rätsel um die Wolfsplage aufzuklären. Zumindest jetzt nicht. Wenn ihr der Sache nachgehen würdet, wäre ich euch sehr dankbar. Denkt doch kurz darüber nach und sagt mir Bescheid, sobald ihr eine Entscheidung getroffen habt. Wenn ihr euch um diesen unheiligen Vorgänge kümmern wollt, solltet ihr noch einmal bei Rondrik vorbeischauen. Als er noch jung war, zog er selbst oft hinaus, um gegen die finsteren Horden zu streiten. Also der in der Kneipe von eben. Ich denke, er hat noch Teile seiner Ausrüstung von damals und würde sie liebend gern jemandem wie euch überlassen. Außerdem könnt ihr ihm dann gleich noch berichten, was ihr hier herausgefunden habt. Rondra mit dir. Ah, die lehnen wir jetzt erstmal ab. Das ist nämlich eine Zusatzquest. Die Quest ist nämlich beendet. Du hast Bericht erstattet. Dabei bist du jedoch auf unheilige Vorgänge im Nevalstal gestoßen und wurdest darum gebeten, die Stadtgarde zu unterstützen. Yeah! Und wir sind aufgestiegen. Und haben eine weitere Quest beendet. So, verteilen wir doch nochmal hier ein Pünktlein rein. Ja, frei verteilen. Und bis demnächst, euer Jojin.